بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, heute haben wir den 6.5.2012, wie ihr wisst, hat es gestern in Bonn bei der Pro-NRW-Demo heftig gescheppert. Und wie ihr alle wisst, ging es dort darum, dass die rechtsradikale Partei Pro-NRW Karikaturen unseres geliebten Propheten Mohammed alayhi salatu wasalam gezeigt hat. Und das wurde ihnen genehmigt, weil behauptet wurde, dass dies mit der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Wir wollen dies nun heute analysieren, wir wollen darüber reden, was Meinungsfreiheit ist, warum Meinungsfreiheit wichtig ist. Und dann wollen wir sehen, ob das Beschimpfen einer Religion oder das Beleidigen eines Propheten zur Meinungsfreiheit dazugehören soll. So. Und erstmal, wenn man von Meinungsfreiheit redet, ja, jeder versteht darunter, wenn man jetzt den Otto-Normalverbraucher auf der Straße fragt, was ist Meinungsfreiheit, dann sagt er, dass ich erzählen kann, was ich will. Dass ich sagen kann, was ich will, dass ich meine Meinung kundtun kann. Gut, dann fragen wir mal, gibt es in Deutschland eine absolute Meinungsfreiheit? Das heißt, kann ich sagen und tun, was ich will? Nein. Nein. Darf man nicht. Zum Beispiel, wenn jemand der Meinung ist, dass es den Holocaust nicht gab oder dass der Holocaust viel weniger Opfer verzeichnete, dann ist das eine Meinung, die er nicht kundtun darf, sondern er kann dafür bestraft werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jemanden zum Töten von jemandem aufruft, das ist auch eine Meinung, die ihr nicht kundtun kann. Es gibt tausende Sachen, die mit der Meinungsfreiheit nicht gedeckt sind. Das heißt, es gibt tausende Sachen, ja, die man sich vielleicht denkt oder an die man glaubt, die man aber nicht äußern darf, laut Meinungsfreiheit. So. Das heißt, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Dann fragen wir jetzt, wo ist denn die Meinungsfreiheit eingeschränkt? Dann sagen wir, wo sollte sie eingeschränkt sein? Und laut deutschem Gesetz, und das ist das, was wenig bewusst ist, ist die Meinungsfreiheit dort eingeschränkt worden, wo man glaubt, dass das Kundtun der Meinung einen Schaden für die Gesellschaft beitragen könnte. Das heißt, im deutschen Gesetz ist die Meinungsfreiheit dort eingeschränkt, wo man glaubt, dass das Kundtun der Meinung einen Schaden für die Gesellschaft erzeugen könnte. Okay? So. Das ist die Grenze der Meinungsfreiheit. Ich gebe noch ein anderes Beispiel, damit wir das auch richtig verstehen. Und dann fragen wir uns nochmal, ob es hier eine hundertprozentige Meinungsfreiheit gibt. Im Mai 2012 wurde Osama bin Laden, ich glaube es war der 2. Mai 2011, Entschuldigung, wurde Osama bin Laden in seinem Haus vor den Augen seiner Familie von amerikanischen Soldaten hingerichtet. Es gab keine Beweise, es gab kein Gericht. Er wurde erschossen. Und hierbei geht es nicht darum, ob wir mit 11. September einverstanden sind oder mit anderen Dingen, die ihm zugeschrieben sind, einverstanden sind. Hier geht es um das Prinzip. Zur damaligen Zeit wollte ich über diese Tatsache reden. Wie kann es sein, dass in den Medien verbreitet wird, diese Person hat diese und jene Tat getan und dann kann sich eine Großmacht rausnehmen, dorthin fliegen, den erschießen. Und kein Hahn kräht danach. Darüber wollte ich damals reden. Und das haben sogar einige Nicht-Muslime kritisiert. Sehr viele sogar haben es kritisiert, wie dort mit Osama bin Laden umgegangen wurde. So. Und hier geht es nicht darum, ob wir mit allem einverstanden sind, was Osama bin Laden getan hat, oder ob wir Anhänger sind. Wir sind keine Anhänger von ihm. Ja, wir sind Anhänger vom Propheten Mohammed alayhi salatu wasalam. So. Und wir kennen Osama bin Laden nicht. Wir haben weder mit ihm gesprochen, weder mit ihm telefoniert. Wir kennen ihn nicht. Wir haben mit ihm nichts zu tun. Das Einzige, was wir von ihm kennen, ist das, was wir aus den Medien erfahren haben. Und wenn wir diesen Maßstab gelten lassen würden,
dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, dass er ein großer Verbrecher ist. Aber wenn ich den Maßstab der Medien auf meine eigene Person anwenden würde, dann würde auch nichts anderes übrig bleiben, als zu sagen, dass ich ein Verbrecher sei, was nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, den Medien vertrauen wir in dieser Sache nicht. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte damals über diese Sache reden in Frankfurt, in Dietzenbach, in Hamburg, in Koblenz. Oder eigentlich wollte ich nur in Frankfurt darüber reden. Aber wir haben 4 Kundgebungen gemacht. Bei allen 4 Kundgebungen wurde mir verboten, den Namen Osama Bin Laden auch nur zu erwähnen. Und ich wurde bedroht, wenn ich den Namen Osama Bin Laden nur in den Mund nehme. Das heißt, wenn ich nur sage, wie kann es sein, dass ein Mann einfach so ohne Gerichtstermin hingerichtet wird vor den Augen seiner Familie, ja, dann haben sie mir gedroht, dann werden sie sofort meine Kundgebung beenden. Dann wird die Polizei mit Gewalt gegen uns vorgehen und die Kundgebung auflösen. Ich habe keinen beleidigt, weil ich habe weder Osama Bin Laden beleidigt, noch die Opfer vom 11. September beleidigt oder mich über irgendjemand lustig gemacht. Ich wollte nur darüber reden, wie es sein kann, dass man bei einem Menschen zu Hause reinfliegt und ihn vor der Familie hinrichtet. Ganz genau. So. Und dann den Fischen zum Fraß vorwirft. So. Was ist das mir verboten worden? Wo ist die Meinungsfreiheit? Das heißt, wir haben hier keine Meinungsfreiheit. Deswegen soll man bitte mit dieser Heuchelei aufhören. Ja, es geht ja um Meinungsfreiheit. Welche Meinung wird dort gezeigt? Bei einem Karikaturwettbewerb. Das ist keine Meinung. Das ist eine pure Beleidigung. Und hier müssen wir zurückgehen zu einer anderen Philosophie, beziehungsweise zu einem anderen Gedanken, warum die Meinungsfreiheit denn so ein wichtiger Wert ist im Westen. Und nicht nur im Westen, auch im Islam. Aber genauso wie im Westen einige Dinge nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, wie zum Beispiel Leugnen des Holocaustes, so sind doch im Islam einige Dinge nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das heißt, im Islam hat die Meinungsfreiheit auch ihre Grenzen. Im Islam hat die Meinungsfreiheit auch ihre Grenzen. Zum Beispiel, wo der Islam diffamiert wird, wo gegen ihn gelogen wird, wo er beschimpft wird. Nicht, wo er kritisiert wird. Wir können mit Leuten über den Islam diskutieren und kritisieren. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen, diesen feinen Unterschied. Wenn zu uns jemand kommt und sagt zu uns, schau mal, ich bin der Meinung, Christentum ist richtig aus diesem jeden Grund und ich bin der Meinung, der Islam ist nicht richtig aus diesem oder jenem Grund. Wir können mit dieser Person freundlich, sachlich, objektiv reden. Aber wenn jemand kommt und beschimpft unsere Religion und beleidigt und erzählt Lügen und hetzt und versucht, den Propheten mit irgendwelchen beknackten Bildern, die ihm, wenn sie auch nur ein bisschen Ahnung hätten, überhaupt nicht ähnlich sehen, zu diffamieren, ja, und zu beleidigen, dann hat das nichts mit Meinungsfreiheit zu tun oder, wie man im Englisch sagt, Freedom of Speech, sondern das ist Abuse of Speech. Das ist Ausnutzen, das ist sozusagen, das ist genau das Gegenteil davon. Das ist falsch. Und hier, zu diesem Punkt nochmal. Ja? Das heißt, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Noch etwas, wo ist die Meinungsfreiheit im Islam auch eingeschränkt? Zum Beispiel, dass wir nicht die Götter oder die falschen Götter der anderen Religionen beschimpfen dürfen. Allah sagt in Surah 6, Vers 108, وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ja. Beschimpf nicht diejenigen, die sie neben Allah anrufen, damit sie daraufhin nicht Allah aus Unwissenheit und in Übertretung oder Feindseligkeit beschimpfen. So. Aber hier ist nämlich genau die Mitte. Man darf kritisieren. Man darf aufrufen, man darf darlegen, warum es falsch ist, andere Götter anzubeten, warum man Jesus nicht anbeten darf, ja, warum der Papst kein Waqidullah al-Ard ist, aber zur selben Zeit sollen wir nicht beschimpfen. Das heißt, zum Beispiel Karikaturen vom Papst malen, ihn lächerlich darzustellen. Nein, das ist keine Dauermethode im Islam. Wir können sagen, der Papst kann kein Papst sein, das kann nicht richtig sein, aus dem und dem Grund.
weil man sagt, der Papst ist fehlerfrei, der Papst vor 100 Jahren hat aber dieses und jenes gesagt, und der Papst heute sagt dieses und jenes, und es gibt keinen Weg, diese zwei Meinungen miteinander zu verbinden. Das ist der Weg des Islam, damit man das schon mal weiß. Jetzt fragt man sich, warum ist denn diese Sache so wichtig? Warum ist es so wichtig, dieser Wert so wichtig, beispielsweise im Westen? Warum sagt man, es ist einer der wichtigsten Werte der Demokratie? Dieser Wert ist so wichtig in der Demokratie, dass man seine Meinung kundgeben kann, damit man Probleme damit löst, Ungerechtigkeit ansprechen kann. Denn dahin müssen wir zurückgehen. Wenn wir wirklich objektiv, sachlich über ein Thema reden wollen, dann müssen wir zur Grundlage zurückkehren. Warum ist es im Westen wichtig, über Themen seine Meinung frei zu tun? Warum ist das so ein wichtiger Wert? Warum wird das als so ein wichtiger Wert angesehen? Das wird als so ein wichtiger Wert angesehen, weil es wichtig ist, um Ungerechtigkeit zu beseitigen, Ungerechtigkeit anzuprangern. Das heißt, um Probleme zu lösen, um auf Probleme aufmerksam zu machen. So, jetzt fragen wir, wenn ich ein Problem mit dem Islam habe, ist es dann notwendig zu schimpfen, zu diffamieren, zu dämonisieren, oder kann ich dies auf eine sachliche Art und Weise tun? Die Antwort ist, man kann es auf eine sachliche Art und Weise tun. Und wer das nicht tut, der zeigt, dass er ein sehr niedriges Niveau hat. So. Und deswegen sagen wir, und ich will hier etwas betonen, ja, weil dann wird man nur sagen, ja, was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr denn gemacht? Ihr habt alles kurz und klein geschlagen und ihr habt die Polizistin erstochen und ihr habt mit Stein geworfen, ihr habt dieses und jenes gemacht. Erstmal ihr, ich habe das nicht gemacht. Ich habe auch nicht dazu aufgerufen. Aber ich kann Emotionen von Leuten verstehen, die seit Jahren beschimpft werden, deren Religion seit Jahren beschimpft wird, die schon tausendmal versucht haben, ja, gegen diese Ungerechtigkeit anzukämpfen. Und jedes Mal, wenn die Wahrheit von einem Muslim erzählt wird, wird diese verschwiegen von den Medien oder sie wird sogar umgedreht und entstellt. Und wieder gegen die Muslime benutzt, sodass sich viele Jugendliche am Ende sagen, uns bleibt keine andere Wahl mehr außer Gewalt. Das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Gedanken derjenigen, die morgen, die dort gestern auf die Barrikaden gegangen sind. Dass sie einfach hilflos sind und keine andere Wahl mehr sehen, außer in der Gewalt. Und das ist das Problem. Das kommt davon, wenn Politiker beispielsweise in Städte kommen, wo es Probleme gibt zwischen Bürgerinitiativen, verlogene Bürgerinitiativen, ja, wo Schlägertrupps auf Muslime losgehen und die Muslime sich selber verteidigen und am Ende die Muslime vor Gericht stehen, wo die Moschee angezündet wird und die Muslime stehen später vor Gericht, weil ihnen vorgeworfen wird, sie hätten es selber getan. Wo Scheiben eingeschlagen werden und in den Medien wird es dann so dargestellt, als wenn die Muslime es selber gemacht haben. Ja? Wo Lügen erzählt werden von Frauen, die angeblich zum Kopftuch, für das Kopftuch bezahlt werden. Ja? Und man versucht dagegen anzugehen, man versucht dagegen zu reden und jeder Versuch, den man macht, wird bestraft. Jeder friedliche Versuch, den man unternimmt, um die Wahrheit darzustellen, wird bestraft, indem man der Lüge bezichtigt wird. Wenn Minister de Maizière nach Mönchengladbach kommt und der will noch nicht mal mit den Leuten reden. Nee, ich rede mit der Bürgerinitiative. Der redet noch nicht mal mit den sogenannten Salafisten. Ja, hat man denn gedacht, dass die Leute, die seit Jahren auf diese Art behandelt wurden, dass die irgendwann noch Vertrauen haben in irgendeinen Politiker und in das System? Oder glaubt man, dass die wirklich denken, sie könnten auf friedliche Art und Weise eine Ungerechtigkeit beseitigen, wenn man auf friedliche Art und Weise ihnen nur Ungerechtigkeiten zufügt? Wie soll das denn funktionieren? So, das sind nicht meine, das ist nicht das, wozu ich aufrufe, unter anderem Prediger, aber das ist das, was sich viele Jugendliche denken und warum man die nicht mehr stoppen kann.
warum es aus den Fugen gerannt ist. Ja. Man macht Moscheen zu,